Hallo. Herzlich willkommen zurück bei der archäologischen Untersuchung mit unserer werten Dame Lara Croft. Wir wollten ja etwas suchen. Die Pilze können wir eh nicht gebrauchen. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Okay, also der letzte Satz, der hätte ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ein bisschen anders vertont sein können. Sowas wie, aber bringt mir bitte keine Ratte. Weißt du, ein bisschen so Larifari und ich will die Kiste ab. Ich komm. Ach, das war's? Das war's. Mehr gibt es hier nicht. Zwei Schräubchen und was zu lesen. Halt. Warte. Ja, das war ein tolles Grab. Siehste. Also, Folgewehr. Also, braucht ihr nicht, wenn ihr noch sauer auf mich seid von der letzten Folge, dass ich sie abgebrochen habe, kurz vor dem scheinbaren Grab. Es wäre eh kein Grab gewesen. Okay, ich muss da hinten hin. Aber ich will das... Boah, hier gibt es alles an Tieren, ne? Natürlich. Hä, was ist mit dir los? Was denn hier? Ach! Ja, guck mal. Stoff gefunden. Versteck. Okay, der Eingang muss woanders sein. Moin! Ob die erfreut sind, wenn wir hier einfach exotische Tiere killen? Gib mal her! Oh! War es aber auch schon. War eine reine Bärenhöhle. Aber egal. Ich krieg schon wieder eine Meldung, ne? Wo ist dieses Scheißgrab? Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken.
Mal sehen, was ich tun kann. Schneiden Sie alle Kaninchen los. Eins von sechs. Oh. Halt, hier war gerade was. Hier war gerade was. Halt, da war... Achso, Seil ergreifen. Danke, Spiel. Wo ist dieses Scheißgrab? Oder sollen wir einfach mal eine Erkundungsfolge machen? Ich würde sagen, wir machen eine Erkundungsfolge, hä? Hier gibt es so viel zu entdecken. Und Jacob hat ja gerade gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir ein bisschen was helfen. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Hasi ist schlauer als ich. Wir kriegen immer mehr Erfahrung. Sehr schön. Siehste. Hasenjagen bringt immer Gutes. Da hinten ist eine Herausforderung. Sind die hier quer verteilt über die Map oder... Ist das relativ ortsbezogen? Ich sehe nämlich nirgendwo mehr irgendwelche Hasen hängen. Ich glaube, dass es nicht ortsbezogen ist. Hier ist noch eine Höhle. Warte mal. Nee, das war die Bärenhöhle. Ja, Lara. Du bist sehr gut. Optionale Mission verfügbar. Aber ich glaube, wir können den Leuten hier überall helfen. Wir müssen improvisieren. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Was denn? Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja, warum nicht? Ich versuch's. Danke. Sammler Holz. Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Reicht das? Ich hab's doch. Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Was? Legen Sie Ressourcen in den Korb. Bringen Sie die Ressourcen zum zweiten Turm. Wo ist der zweite Turm? Und hier ist ein Hase. Blub! Ich hole mir gerade mein Fleisch, ja. Ich hab den Hasen ehrlich verdient. So. Ist das der? Ist da? Das ist mein momentanes Ziel, gell? Aktuelles Einsatzziel ist das. Ist das hier? Ah, das ist meine Mission. Oh Gott, ich muss komplett tief runter. Naja, komm. Als erstes hole ich mir das, da liegt was zu lesen. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren.
begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Okay. Griechisch. Stufe. Kannst jetzt Griechisch Stufe 5 übersetzen. Geil. So, da ist noch was. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesch vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Athanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Naja, jeder Bürger der Stadt musste zu den Waffen greifen. Ein solcher Horror ist für mich unvorstellbar. Tja. Naja. Lara, ein solcher Horror ist für dich unvorstellbar? Wir pflastern unseren Weg mit Leichen, meine Liebe. Repetiergewehrkomponente. Ja. Hütchen. Da oben ist das Grab, oder was? Ey, komm, gehen wir da hoch. Ich will das Grab machen. Ich kriege die ganze Zeit hier die Herausforderungen. Rickhoff hat gesagt, dass wir haben uns nie von den Soldaten. Was ist das? Dort oben. Darüber, okay. Alles klar, ich weiß, wo wir hin müssen. Alles klar. Mein geschultes Tomb Raider-Auge sagt mir sofort, wo es lang geht. Hä? Was war das? Toll. Hä, was machst du denn? Bist du doof? So. Die Lara wieder. Sehr schön. So, kommen wir direkt wieder raus. Und hier geht's durch. Guck mal. Was jetzt? Was jetzt? Ups, wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht. Ich bin aus Versehen da irgendwie reingeglitscht. So, jetzt aber. So. Boah, den haben wir noch getroffen. Finden. So. Das Grab.
immer mal zwischendurch anmachen. Vielleicht sieht man ja was. Unbekanntes Gebiet. Optionales Herausforderungsgrad. Ja, optional. Das ist nicht optional. Es ist meine Pflicht. Hier ist bestimmt irgendwo eine Falle. Das ist doch ganz verdächtig hier. Ein Blättlein fällt. Es wird Herbst. Da unten muss irgendetwas sein. Ach nee. Sag bloß. Ich hätte jetzt gedacht, da ist eine Sackgasse. Und dann gehen wir wieder zurück. Was denn jetzt? Erstaunlich. Achso. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Was ist denn das? Achso. Toll, eine Feder. Was haben die hier gemacht? Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Cool. Will ich haben. Was sie hier gemacht haben, sieht aus, als ob die gestorben sind, ne? Krankenstation. Ach, das war mal eine Krankenstation. Ja, kein Wunder, dass sie gestorben sind. Hä? Wieso kommt sie da hin? Können wir was lernen? Wie sie hochguckt. Okay, alles klar. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben, mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen, zu ihr. Ein Ehemann muss seine Frau in einer Leprakolonie zurücklassen. Au, ja. Das ist meine Krankheit. Lagerfeuer, kommen wir. Oh. Ach, wir haben sogar Fähigkeitspunkt. Guck mal. Was können wir denn hier noch machen? Das war das. Sprünge und Stürze sind immer leise und verursachen keine für hörbare. Das wird bestimmt mega geil. Alter, das machen wir als nächstes. Dann brauchen wir keine anderen Waffen mehr. Hier, Bär, höhere Pfeil. Ja, geil. Jetzt können wir Pfeile tragen, Junge. Aber auch einen Sack, ne? Komm, das können wir ruhig machen hier. Ey. So.
Und das hier. Ach, scheiß drauf. Volle Pulle. So. Kopautbogen. Nein, 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 nein. Nicht Kopautbogen ausrüsten. Ich will meine weiße Witwe. Die ist gut. Weiße Witwe, damit mache ich gleich so einige Leute zur Witwe. So. Weiter am Text. Wo ist das Grab? Wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Ich will das Gold. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, hier in einer ehemaligen Leberkolonie umzueiern? Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt, sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Boah, voll geil, ey. Ich will das haben. Verkaufen. Ach ja, Pilze. Hm. Gut. Hm, ich muss wohl dieses Gewicht mit der Plattform verbinden. Ah, jetzt geht das wieder los. So. Haben wir gemacht. Go, Gewicht, Plattform verbunden. Haben wir gemacht. Das hier ist doch bestimmt. Nein, 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 nein. Hier. Bin mir sehr sicher. Geht's nicht weiter vor? Nee, scheinbar nicht. Okay, bringt gar nichts. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Was passiert? Nichts. So, jetzt Konzentration. Da oben ist ein Hebel. Da ist ein Nest. Ich gehe mal hier hoch. Guck mir mal die Lage von oben an hier. So. Wie kommen wir rüber? Bringt mir aber nichts. Puh. Dort ist ein Komm ich darüber? Nein. Das ist doof. Warte mal. Ich hab eine Idee. Scheiße. Von der Seite? Nee. Ich habe gedacht, der nimmt das hier irgendwie an und dann können wir da hochklettern. Tja. Jetzt geht's schon wieder los. Ich komme da schon wieder nicht drauf, ne?
Faszinierend. Das ist perfekt erhalten. Toll. Toll, Lara. Toll. Echt toll gemacht. So. Bin ich gerade blöd? Ich sammle erstmal gerade was ein, ja? Müssen wir so viel Gas geben? Schaffen wir das überhaupt? Das schaffen wir nicht. Nee, kannst vergessen. Das schaffen wir wirklich nicht. Der... Hat das was? Ich habe eine Idee. Ah, nee. Aber ich kann den, nicht lenken, Alter? Ich kann ihn halt nur komplett zurückschieben. Aber bringt mir ja auch nichts. Ah, okay, alles klar. Ich verstehe schon. Nein! Oh, fick. Ha 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 ha.
Ja, muss ich die Sache erstmal ein bisschen anschauen, ne? Dann geht das auch. Hallo. Hoch mit dir, Lara. Boah, nun komm mal. Tu mal nicht so, ja? Als ob das so schwer wäre. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Eine Ärztin fragt sich, ob ihre Arbeit wirklich ausreicht. Ja, ich weiß nicht, ja. Ich weiß gar nicht. Ist das so... Ich kann mir das... Ich stelle mir das echt unangenehm vor, wenn du versuchst und machst und tust und einfach die Leute einfach unter den Fingern wegsterben. Halt, nein. Das Beste kommt zum Schluss. Lasst uns lesen. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Schneller Heiler. Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung V gedrückt. Schön. Ob wir das so oft brauchen? Also so oft musste ich mich bisher noch nicht heilen. Ein Krypta-Eingang. Ich würde sagen, den machen wir als nächstes, hä? Was ist denn das? Forschertasche. Ah, okay. Alles klar. Nicht so wichtig. Durch die Lebra. Dings. Halt, nein. Was hat sie da gesehen? Achso, gut. Nix. Da, die, da, die, da, die, da. Gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Also es ist ja schon, sag ich mal. Ich glaube, das hier geht ein bisschen länger. Ich glaube, das hier wird mehr Folgen geben. Moin! Ich will die Krypta machen. Die Krypta will ich in der Folge noch machen. Egal wie lange es dauert. Die Krypta will ich auf jeden Fall machen. So. Spuren. Alter, zum Fuße des großen Berges. Nekrat. Für Insider, die noch ein sehr gutes Märchen kennen. Da ist eine Forschertasche. Wenn wir schon mal gerade da sind. Oh.
Sehr schön. Geil, Mission. So, hier hinten geht's hin, da, Krypta. Die machen wir. Dort hinten müssen wir. Lara, wieso ziehst du denn schon wieder da dran, ne? Boah, Alter, was? Hä? Was war das jetzt? Ist Lara wieder nass? Oh, ich glaube, das Wasser muss auch ein bisschen warm sein, ne? Oder warme Quellen gibt es doch bestimmt. Dort hinten müssen wir irgendwie rüber. Kommen wir da so einfach rüber? Wie schön das hier aussieht, ne? Wenn ich es schon mal gesehen habe. Ich glaube, hier werde ich auch eine... Wie schön das hier ist, ne? Die Tierwelt. So idyllisch. Und unschuldig. Man kann ihn einfach nicht zuleide tun. Seht ihr? Man kann ihn einfach nicht zuleide tun. Hier rüber. Zack. Optionales Herausforderung. Ist das die Krypta? Also ist damit die Krypta gemeint oder ist hier wirklich noch ein... Oh! Was? Vier Gräber? Ach du Scheiße. Nein, ich würde sagen, wir machen die Krypta. Ich will die Krypta machen. Heißt, wir müssen da hinten rüber und da dann klettern und das da machen. Wenn wir denn da überhaupt irgendwie raufkommen, heißt es. Was? Springen Sie von über Wasser gelegenen Plattformen und drücken Sie in der Luft schnell die rechte Maustaste, um zu tauchen. Hallo, ich würde gerne da hoch. Komme ich nicht. Scheiße. Muss man gerade was gucken hier. Da geht's rein, oder was? Ah, hier. Oh, shit. Hallo, hoch. Hoch, Luft holen, Lauer. Oh Gott. Mein Gott. So, jetzt aber. Fehlende Ausrüstung. Atemgerät. Alter, was es nicht alles gibt noch. Gut, scheinbar kommen wir in die Krypta doch nicht. Doch nicht. Die Krypta doch nicht so einfach rein. Gut. Dann müssen wir doch wohl oder übel das Grab machen. Machen wir mal das Grab. Nein! Scheiße! Oh ja. Er blutet. Er blutet. Na, Kollege?
Gib mir mal dein wärmendes Fell. Wie schön warm es noch ist. So, ein Bärenfell. Pilze. Oh, so viel Erz und ich kann es nicht mitholen. So, ich wollte schon gerade sagen, irgendwas kann hier nicht hinhauen. Oh, komm jetzt. Jawohl, wunderbar. Geothermales Tal. Nochmal fehlende Ausrüstung. Scheiße. Tja, scheinbar machen wir doch kein Grab jetzt. Okay, für die Krypta und für dieses Grab brauchen wir ein Atemgerät. Tja, das tut mir leid. Das tut mir jetzt wirklich leid für euch. Ich hätte gerne noch das Grab gemacht. Aber das Spiel lässt uns nicht. Das Spiel meint, wir brauchen noch ein Atemgerät. Gut, die Lava scheint irgendwie komischerweise, was weiß ich, eine Babylunge oder sowas zu haben. Oh, scheiße. So. Gut. Ja gut, dann kommen wir da oben halt nicht hin, ne? Dann kommen wir da halt nicht hin. Kaninchen, ja, das machen wir so beiläufig. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich würde sagen, da hinten, wie spät haben wir es? 42 Minuten jetzt. Komm, das da, das machen wir jetzt noch. Wir bringen gerade das Zeug da runter. Geronimo! Hä, ich hab doch... Hä? Achso, das war wahrscheinlich zu flach. Vielleicht finden wir unterwegs noch Kaninchen, die irgendwo so zufälligerweise irgendwo hängen. Die wir befreien können. Dann leben die wieder. Für die ganz Kleinen unter euch. Hä? Trinity wird bald hier sein. Ja, nein, jetzt starte nicht das Dings, bitte. Ich will... Alter. Da ist es doch. Oh nein, ich will jetzt nicht die Hauptmission starten. Ich will doch... Das da hinten rüberbringen, bitte. Nein, 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 nein. Nicht starten. Ansonsten ist das schlimm für die Zuschauer. Dann geht nämlich jetzt gleich der Kampf los und ich muss abbrechen. Dann sind mir die Zuschauer böse, weil das Spiel es denn so will. Also, ne? Mich trifft dann keinerlei Schuld. Alter, sieht das geil aus. Noch eine optionale. Ach, guck mal. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. So hat jede Generation
Gut, jede Generation ihre eigenen Laster. Hier ist ein Händler, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Es war kein Kaninchen mehr hier, ne? Alter. Als ob der zwei Kopfschüsse aushält. Dankeschön. Hier muss ich doch hin, oder? Ja, zum Turm. Sehr schön. Kehren Sie zum ersten Wachturm zurück. Wenn ich schon mal da bin. Ne? So, guck mal, hier blinkt was durchs Gras. Oh, schön sieht das aus, ey. Sieht voll gut aus. So, wo geht's denn jetzt? Wir müssen zurück zu dem... Na, moin. Ups, wollte ich gar nicht. Weißt du, vor allem Trinity greift die im Moment an. Die sind auf dem Vormarsch. Und wir gammeln hier rum, schneiden da ein paar Hasen ab, erkunden da ein paar Gräber, sammeln da ein paar Münzen ein. Helfen Sie schon am unteren Turm gewesen? Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Kampf erprobt. Neues Ausrüstungsgegenteil. Ausrüstungsgegenstand. Ja, dann gehe ich mal rauf, hä? Hallo. Ich grüße Sie. Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Klar, Alter. So, wo ist denn hier was zum Schießen? Ich kann doch hier irgendwas schießen. Hier kann ich doch irgendwas schießen. Irgendwas. Denn? Worauf schießen Sie? Auf was Interessantes, du Arsch. Boah, das sieht so... Das sieht einfach gut aus. Es sieht einfach gut aus. Metallbarrieren. Zerstören Sie Metallbarrieren mit Hilfe von Sprengladungen. Ja, ich habe keine Sprengladungen, Mann. Ich will ja woanders hin. Ich will ja da rüber. Warum komme ich da nicht rüber? Toll. Das war ja mal für die Katz. Hä? Was? Ja gut, okay, alles klar. Passt. Passt schon. Gut, dann würde ich sagen, genießen wir den Blick auf den Berg des Schicksals. Sauron wartet bestimmt auch da irgendwo.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich muss mal gleich ein bisschen rumgucken. Ich mache hier und da vielleicht ein paar kleine Herausforderungen fertig oder so. Und dann mal gucken, wo wir als nächstes weitermachen. Also in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es macht mega Spaß. Ich will gar nicht aufhören. Aber es ist schon so spät. Also, bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Tschüss.